Im Jahr 1961 in Mississippi wird uns der wohlhabende Geschäftsmann namens Mr. Van Wirt vorgestellt. Er besitzt eine Spielzeugfabrik und befindet sich aktuell in einem Vorstellungsgespräch mit Kobe Dellum für die Position seiner Sekretärin. Während des Interviews erzählt Mr. Wirt, wie Gott nach Perfektion strebte, als er Menschen aus Staub erschuf. Er glaubt, dass eine Plastikpuppe nicht sündigen könne, da sie keine Seele hat und dass Gott glücklicher wäre, wenn Menschen wie Puppen wären. Nach der Durchsicht von Kobes Lebenslauf erklärt Mr. Wirt, dass sie trotz ihrer hervorragenden Leistungen nicht für diesen Job geeignet ist und als Kobe versucht zu protestieren, packt sie einen Mann von hinten und die Kamera schwenkt schnell heraus. Eine Weile später erlangt Kobe ihr Bewusstsein zurück und findet sich in einem Haus voller menschengroßer Puppen wieder. Mr. Wirt heißt sie in seinem eigenen, maßgeschneiderten Puppenhaus willkommen und erklärt, dass sie die nächsten 7 Tage hierbleiben werde. Er fährt fort, dass ihre Qualifikationen für das Amt der Sekretärin zu gut waren, weshalb er sie als Puppe engagiert hat. Alteshörend erklärt Kobe, kein Interesse an der Stelle zu haben, aber Mr. Wirt macht klar, dass sie jetzt keine andere Wahl mehr hat. In Panik versucht Kobe zu fliehen, wird aber von Mr. Wirts Wächter, Eustace, der aufgrund seiner fehlenden Zunge nicht sprechen kann, aufgehalten. Als Mr. Wirt sich vorbereitet zu gehen, fleht Kobe, nicht allein gelassen zu werden, worauf dieser behauptet, dass sie dies doch gar nicht ist. Es dauert nicht lange, bis Kobe erkennt, dass es sich bei den menschengroßen Puppen um echte Menschen handelt. Tatsächlich sind es wie Puppen gekleidete Frauen, die Gesichtsmasken tragen und statuenartige Positionen einnehmen. Als Kobe fragt, was vor sich geht, erzählt ihr Aurelia, dass sie von einem verrückten Spielzeughersteller entführt wurde, der von Puppen besessen ist. Ihr zufolge sucht Mr. Wirt nach der perfekten Puppe, um eine Mutter für seinen Sohn Otis Van Wirt zu finden. Dafür zwingt er sie, verschiedene Tests durchzuführen. Wer auch nur einen davon nicht besteht, wird auf die schlimmste Weise eliminiert. Eine andere menschliche Puppe, Harleen, rät Kobe, sich etwas auszuruhen, bevor ihr ihre erste Aufgabe zugewiesen wird. Die Frau hört unterdessen jedoch nicht auf, jedes einzelne Fenster und jede Tür zu überprüfen, mit dem Ziel zu fliehen. Harleen versucht zu beschwichtigen, äußert Verständnis und bestätigt, sie habe genauso reagiert, als sie hier ankam. Kobe fragt, ob niemand misstrauisch würde, wenn alle Interviewten verschwinden, worauf Harleen erklärt, sie alle hätten unterschiedliche Hintergründe. Aurelia war Tänzerin, Faye eine Kindergärtnerin und Bonnie wurde direkt aus ihrem Haus entführt. Harleen informiert weiter, dass ihre Fluchtversuche nutzlos seien, weil dieser Ort wie ein Safe gebaut sei. Im Laufe des Gesprächs kommt Harleen auch auf Otis' Mutter, Ellen, zu sprechen, die vor 2 Jahren gestorben ist. Der offiziellen Geschichte zufolge sei sie in einem Sumpf ertrunken, aber Kobe erkennt, dass das gar nicht stimmt. Harleen enthüllt ihr den wahren Vorfall, bei dem Mr. Wirt seine Frau mit einem anderen Mann erwischte und Eustace befahl, beide in einen Brunnen zu werfen. Seit diesem tragischen Ereignis sei Mr. Wirt entschlossen, die ideale Mutter für seinen Sohn zu finden und Kobe wird klar, dass der Gewinn des Wettbewerbs der einzige Weg ist, zu entkommen. Ihr Gespräch wird abrupt durch ein lautes Glockenläuten unterbrochen. Harleen weist Kobe hastig an, ein Outfit anzuziehen, eine Position einzunehmen und stillzuhalten, bis sie aufgefordert wird, sich zu bewegen. Kurze Zeit später betritt Otis den Raum und wendet sich sofort an die neue Puppe Kobe. Er erklärt, dass er Clowns hasst und bittet Eustace, Kobe zu entsorgen. Um sich selbst zu retten, präsentiert ihm Kobe darauf einen Zaubertrick, bei dem sie sein Feuerwehrauto von alleine zum Rollen bringt. Wir erfahren, dass Kobe telekinetische Fähigkeiten besitzt und Dinge mit ihrem Verstand bewegen kann, was den Jungen sehr beeindruckt. Am Abend erkundigt sich Aurelia danach, wie Kobe das gemacht habe, worauf diese antwortet, es von ihrem Onkel gelernt zu haben, der früher Zaubertricks ausführte. Aurelia wirkt eifersüchtig und beschuldigt Kobe, gelogen zu haben, um den Wettbewerb zu gewinnen, wozu Kobe wiederum erklärt, nicht Otis' Mutter werden zu wollen, weil dies auch bedeuten würde, Mr. Wirts Ehefrau zu sein. Aurelia hingegen glaubt, der Gewinn könne ihr genug Zeit verschaffen, einen Fluchtplan auszuarbeiten. Während sie sich unterhalten, geht plötzlich ein Alarm los und kündigt einen Test an. Mr. Wirt lässt die Frauen vor einem Esstisch Platz nehmen und legt ein Menü offen, Languste und Wasserschildkrötensuppe. Lecker, lecker. Dann fordert er sie auf, innerhalb einer Minute für diese Gerichte richtig einzudecken. Sollten sie erfolgreich sein, wären sie einen Schritt näher an der perfekten Hausfrau. Jede fängt eilig an, das Geschirr und Besteck zu arrangieren. Aurelia versucht verzweifelt zu gewinnen und ihr gelingt die perfekte Darstellung, im Gegensatz zu Kobe, die ein Wasserglas umwirft, während sie nachzuahmen versucht, was die anderen tun. Nach Ablauf der Zeit holt Eustace einen Elektroschocker für Vieh aus seiner Tasche, während Mr. Wirt jedes Gedeck genauestens inspiziert. Aurelia besteht den Test tatsächlich, während Harleen 2 und Kobe 4 Punkte erhalten. Faye macht die größten Fehler, wird mit dem Elektroschocker betäubt und in den Brunnen geworfen. Das zeigt, wie viel auf dem Spiel steht und wie perfekt jede Puppe sein muss, um zu überleben.
Am nächsten Morgen besucht Otis erneut das Puppenhaus und spielt dort mit Kobe. Sie wiederholt ihren Zaubertrick und lässt sein Feuerwehrauto von selbst losfahren. Als der Junge nach ihrem Trick fragt, gibt Kobe zu, ihre Fähigkeit sei ein Geschenk von Geburt an und erklärt weiter, sie sei ebenfalls anders, genau wie Otis, der nicht zur Schule gehe und mit Puppen spiele. Ihre Worte veranlassen den Jungen zu verraten, dass er aufgehört hat, zur Schule zu gehen, nachdem er sowohl von seinen Klassenkameraden als auch von seinen Lehrern gemobbt wurde. Im Verlauf ihres Gesprächs verrät Otis, er wolle Kobe als seine neue Mutter, worauf sie als Antwort verspricht, die beste Mutter zu sein, wenn er seinen Vater dazu bringen kann, die anderen Puppen freizulassen. Von ihren Worten überzeugt, verspricht Otis, noch an diesem Abend mit seinem Vater zu reden. Als er jedoch später den Flur entlang geht, hört er seinen Vater am Telefon, wie er um mehr Zeit bittet, um den Absatz seiner handgenähten Puppen zu steigern. Otis erkennt die schlechte Stimmung, in der sich sein Vater deshalb befindet und zögert, das Thema anzusprechen. Am nächsten Tag klingelt es im Puppenhaus und die Frauen ziehen wieder eilig ihre Kostüme an. Mr. Wirt tritt ein und verkündigt den nächsten Test. Um diesen zu bestehen, müssen seine menschlichen Puppen ein Bügelspray mischen und ein Hemd perfekt falten. Dann starten die 3 Minuten und die Frauen beginnen hektisch mit der Arbeit. Nach Ablauf der Zeit bewertet Mr. Wirt ihre Arbeit, beginnend mit Harleen, die 3 Punkte erhält. Als er Corbys Hemd inspiziert, stellt er fest, dass es übermäßig steif und sogar an einer Stelle verbrannt ist. Zur Strafe zwingt er sie, ihre Hand auf das Bügelbrett zu legen und drückt dann mit dem heißen Bügeleisen zu. Trotz quälender Schmerzen sagt Kobe kein einziges Wort. Aurelia besteht den Test wie üblich, während Bonnie wegen des fauligen Geruchs ihres Hemdes eliminiert wird. Zum Abschluss informiert Mr. Wirt, dass es morgen die letzte Aufgabe gebe und eine hervorragende Leistung zum Gewinn führen würde. Etwas später hilft Harleen Kobe bei der Behandlung ihrer Wunden und erwähnt dabei, dass Mr. Wirt sie zu mögen scheint, weil er sie wegen des verbrannten Hemdes nicht eliminiert habe. Aurelia, die ihr Gespräch belauscht, beschließt, Kobe zu ermorden, schnappt sich eine Gardinenstangenendstück und geht nach oben ins Zimmer. Dort sticht sie mit dem Metall auf das Clownskostüm ein und muss aber leider feststellen, dass es sich dabei nur um das Mannequin handelt. Da tauchen Harleen und Kobe hinter ihr auf und machen klar, von ihrem Plan bereits gewusst zu haben. Aurelia, außer sich, erklärt, nicht sterben zu wollen, worauf Kobe erwidert, keiner von ihnen müsse das, weil sie einen Fluchtplan habe, bei dem sie durch die Vordertür einfach entkommen können. Aurelia warnt, dass Eustace sie zur Strecke bringen werde, aber Kobe versichert, dass sie es schaffen können, bevor ihr Plan enthüllt würde. Am darauffolgenden Tag ziehen die drei den Mannequins die Puppenkostüme an, während sie sich hinter Vorhängen verstecken. Kurze Zeit später betritt Mr. Wirt zusammen mit Eustace das Puppenhaus, um die letzte Aufgabe zu verkünden. Während Mr. Wirt sich an die Puppen wendet, nutzt Kobe ihre telekinetischen Fähigkeiten, um die Haustür zu öffnen und das Trio schlüpft heraus. Sobald sie jedoch entkommen sind, hat Kobe einen Sinneswandel und beschließt, ihr Versprechen, die beste Mutter für Otis zu sein, zu erfüllen. Ja, Fingerschwüre werden nicht gebrochen, liebe Kobe. Aurelia und Harleen hingegen entscheiden, keine Zeit mehr zu verschwenden und fliehen. Kobe betritt das Puppenhaus erneut und macht sich auf die Suche nach Otis. Zur gleichen Zeit stellt Mr. Wirt dem Clownskostüm eine biblische Frage und stellt, als er keine Antwort erhält, endlich fest, dass es sich nur um die Mannequins handelt. An anderer Stelle im Haus findet Kobe Otis und bittet ihn, sie zu begleiten, weil sein Vater ein kranker Mann sei. In einer unerwarteten Wendung betäubt der Junge sie jedoch mit einem Elektroschocker, wodurch Kobe vor ihm zusammenbricht. Auf der Flucht stolpert und fällt Harleen und bittet Aurelia um Hilfe. Diese jedoch beabsichtigt, ihre zu langsame und laute Begleiterin zu töten und schnappt sich einen großen Stein. Gerade als sie zuschlagen will, wird sie jedoch von Eustace erschossen, der dann später auch Harleen tötet. Später erlangt Kobe ihr Bewusstsein zurück und findet sich an einen Tisch gefesselt wieder. Mr. Wirt steht daneben und gratuliert ihr zum Gewinn des Wettbewerbs. Er verrät, dass Otis Vintage-Puppe einen Porzellankopf hat, in dem ein Mikrofon eingebaut wurde, wodurch er von ihrem Plan erfuhr. Daraufhin entwarf er seine letzte Prüfung, um zu sehen, wer sein Leben für seinen Sohn riskieren würde. Nach dieser Enthüllung senkt sich eine Platte auf Kobys Körper herab und umhüllt sie mit Porzellan. In ihrer Angst lassen sie ihre telekinetischen Fähigkeiten die Lichter flackern, sind aber nicht stark genug, um ihr bei der Flucht zu helfen. In der nächsten Szene serviert Kobe in ihrer Puppenform Mr. Wirt und Otis Tee, als 2 Frauen in Roben auftauchen. Sie stellen sich als Hexen der Miss Robichaud Akademie vor und nutzen ihre Macht, um Mr. Wirt und Eustace einzufrieren. Dann zerbrechen sie Kobys Porzellanhülle und erklären, sie wären früher gekommen, aber Kobys Zaubersprüche seien zu schwach gewesen. Weil Kobe, wie wir alle glaube ich, verwirrt zu sein scheint, stellen die Hexen klar, Kobe sei eine von ihnen und sie hier, um sie zu retten. Otis fleht Kobe an, ihn nicht zurückzulassen, und diese willigt ein, ihn mitzunehmen, unter der Bedingung, niemals zu seinem Vater zurückzukehren. Beim Gehen zünden die Hexen Mr. Wirt, Eustace und das ganze Puppenhaus mit einem Fingerschnippen an. In der letzten Szene setzt Kobe Otis vor der Miss Robichaud Akademie ab und schlägt vor, zu seiner eigenen Sicherheit einen anderen Namen zu verwenden.
Als ein Mädchen erscheint, stellt sich Otis als Spaulding vor, bevor beide das Haus betreten. Und damit endet dieser verrückte Film. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, das würde mich riesig freuen.